Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier im LS22 auf der Big Flat Texas Map und wieder mit dabei Patrick. Doch ein Gleis. Was? Ja, ich sehe dich gerade davor fahren. Du Reh, verschwind, da kommt ein Auto. Todes Reh. Okay. So, dann machen wir das einmal auf. Jetzt bin ich neugierig, ob ich ernten kann. Jo, ich ernte. Ich ernte den ersten Hafer, den ich da angesetzt habe. Shift C, genau so. Damit sich das auch schön passt. Super! Und wie gesagt, dein neues Gerät steht beim Händler, gell? Jo, bring gerade auf den Weg dorthin. Kommst noch auf das Feld? Ja, kommst gleich auf das Feld, wo ich bin. Und theoretisch könnte ich, wenn ich den verkaufe, bevor es den zweiten auch gleich kaufen, einen großen. Aber muss noch nicht sein. Ich wäre neugierig, wie schnell wir mit den anderen nachher gleich sind. Zum 13er Fall, glaube ich. Nicht, weil ich unterwegs bin, ja. Gleich mitfahren, abfahren. Machen wir zusammen einen Anfahrt nach den anderen. Jo. Ich bin froh, dass ich die Kameramod jetzt auch schon drauf habe. Weil da ist kein Mod. Da kann ich nämlich von der äußeren Seite von Schneidewerk anschauen, die Kamera, dass ich sehe, dass ich nicht so überlasse, der Nempfo oder so. Das ist gut. Ich bin schon zu 43% voll. Ich bin gleich bei dir. Ich glaube, ich werde noch was kaufen. Einen anderen Hänger für einen LKW, glaube ich. Weil den Hänger, was ich jetzt habe für einen LKW, der kann nur in die Mitte unten ausladen. Aber damit ich es bei dem Dings einladen kann, weil ist mir gerade eingefallen, brauche ich einen, der was hinten ausladet. Mal schauen, ob wir so einen Hänger haben für einen LKW. Sonst müssen wir den anderen Tag da holen und den zweiten Hänger halt besorgen. Ist mir gerade so eingefallen.
Scheiße. Ich hab was vergessen. Was denn? Muss ich schauen. Das geht. Nochmal. Und zwar. Von Arbeitskamera zum nächsten. PC kaue ich bei dem nix. Scheiße. Ich muss da jetzt wegen Dings schauen, wegen Schwartablage. Strohablage oder was? Das kann. Ja. Das kann ich einschalten. Mit Wasser? Beistrich. Auf der Tastatur halt zumindest. Das habe ich bei der ersten Linie jetzt ein bisschen vergessen. Geht das? Yo! Weil dann habe ich Stroh. Ja, das hat er jetzt gleich alles schön brav in einer Linie hin. Oder da kriege ich dann einen Haufen Stroh zusammen. Das ist gut. Also für die Kühe, das ist dann alles definitiv einmal. Gesichert wird er dann. So. Jetzt gehe ich aber schon mal schauen. Den LKW haben wir. Zurück, Kombinationen. Yo. 40. Nein, 40,4. Enter kaufen, gell? Achso, hast du noch an? Warte mal, warte, ich komm. Ich hab mir gerade gedacht, warum rauscht so, dabei habe ich die Klima noch gekauft, hat gehabt. So, jetzt gar nicht gehört. Ja, aber ich. Und bei der Aufnahme hörst du es dann auch. Okay. So. Musst du schon dreschen? Ja, sicher. Hast du gesagt, ich soll auf das Feld kommen, was du bist? Ah, da hinten fährst. Okay. Da drin bist du unterwegs. Ja. So. Ich bin auch gleich umgefahren und jetzt fahre ich von oben runter zu. Ja, ich hab gedacht, du fährst Straßenseite zuerst da. Ich geh schon einen anderen Hänger holen, den was ich gekauft habe. Ja, okay, mach das.
Ich hoffe, dass ich halt keinen Scheiß gekauft habe, dass ich den Hinterrucks auch entlohnt habe, aber normalerweise schon. Wie viel bist du jetzt? 64%. Weil deine Höhe ist, wirst du nachher mit dem LKW den machen und belohnen, weil ich glaube, mit meinem Drescher komme ich mit dem Überladerrohr nicht auch nur, dass ich nachher beim LKW den Hänger drüber komme. Ja. Willst du den LKW noch holen gehen oder was? Ich fahr gerade mit dem LKW den Hänger holen und komm gleich mit zum Feld. Okay. Nur wenn der Hänger halt voll ist, wäre super, wenn du es halt nachher selber entlohnen einmal tust. Ja, sicher. Machen wir. Beim Hof habe ich schon halt vorbereitet. Theoretisch braucht man nur Eifeln. Ich weiß nicht, ob man es jetzt nur starten muss oder nicht. Weil da war ja irgendwie was, gell? Jetzt ist es aus. Auslohnzeit. Das müsste passen. So. I'm on the way. Aber da geht ein bisschen mehr rein als wie bei einem anderen Hänger. Beim normalen. Aber der kleine Hänger passt für mich. Der große Hänger in dem Sinne auch für dich, weil du kriegst ein bisschen mehr. Eine. 14.500 Liter kriege ich eine. Ja, das ist ein bisschen mehr als wie beim kleinen Drescher. Ja, aber ich bin schon voll. Du bist schon voll. Dann komme ich gleich mal um. Ja, weil ich hab mir gedacht, ich schmeiß jetzt das, was bei mir drinnen ist. Also, da komme ich nicht da vorbei. Ich bin schon gleich da. Du bist zu euch umgefahren. Ja. Also da gegen Uhrzeige sind, ich mit Uhrzeige sind. Ja. Wäre besser, wenn wir beide in die gleiche Richtung fahren und zwar mit Uhrzeige sind, weil wenn du stehen bleibst, dass das Verladerrohr immer gleich auf der linken Seite ist, mit dem LKW zufahren kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, nein, ich hab mir gedacht, ich fahr zuerst einmal komplett außen herum und wir treffen uns noch in der Mitte. Ich schau mir gerade die Größen, der Größenunterschied vom Schneidewerkzeug an, von deinem und von meinem. Ist ein bisschen um, oder? Die Hälfte, kannst du sagen. Du musst da ja deine Länge noch fertig machen, gell? Kommst du da zurück? Ja. Du hast jetzt was kaputt gefahren, gell? Das war schon vorher. Nein, das bist du gerade kaputt gefahren. Nein, da war schon vorher was hin. Das da habe ich gerade gesehen, wie du da drüber gefahren bist. Ja, aber da war schon vorher was hingefahren. Ich weiß nicht. So, ich stelle den Traktor und so ein bisschen auf Zeiten, dass du da noch wenden kannst, weil ich muss da warten, bis du jetzt die Linie da fertig zu hast, damit ich weiß, wo ich nachher aussetzen kann. Wieder.
Und dann fahren wir beide immer gleichmäßig im Uhrzeigersinn. Das, was ich meine? Ja. Gut. So. Tempomat. Ich bin neugierig, wie lange das dauert, bis wir das erste Feldpferde kommen. Ist ja ein von den Kreisern, das eigentlich. Ja, ist 8. Ist im Kreisen. Ja, von den Feldern meine ich, was ich besitze. Aber wenn der fertig ist, dann kommt wieder das ganze Stroheis haben, dann kommt wieder das ganze Grobern und dann wird er alles aussehen. Und ich bin auch neugierig, wie viel wir insgesamt da überbringen. Vielleicht, dass ich halt einmal jetzt noch was anderes zwischen aussehe. Für Verkauf oder was? Weil. Guck mal, das könnt ihr jetzt inzwischen ein bisschen schnell eruieren. Bei Getreide, was ist das? Ich habe die Kühe auch immer nicht von Fressen. Haben sie überhaupt was gefressen? Wassermäßig oder was? Ja, Wasser und so glaube ich schon, aber ich kann auch von Getreide ist eigentlich nicht so gegangen. Und da weiß ich noch nicht warum. Da muss ich nachher. Dass wir nach dem Ernten machen, weil ich mich um die Kühe und so weiter kümmere, beziehungsweise die Produktionen. Da will ich das alles noch augen. Passt. Ich habe jetzt müssen schauen, ob wohl die Schwarte oder Blau eingeschalten ist noch. Nicht so. Wie schnell bist du unterwegs? 10 km/h. Ah, also ich gleich schnell weg. Das einzige, was ist, du schaffst keine. Also, ja, vielleicht schaffst du jetzt die komplette Länge. Also die Länge schaffst du, ja,
Kann man sehen. Nein, glaube ich nicht. Normalerweise müsstest du die komplette Länge aufschaffen, weil du bist ja vorher quer gefahren. Ja, ich bin aber jetzt schon wieder bei 77%. Ist der Hänger voll gewesen? Hast du nicht alles abladen können, oder was? Ich habe alles abgeladen. Ich kann... Ja, nein, mir ist jetzt ja ausgehen eigentlich. Normalerweise müsste es ausgehen, dass du die Länge erschaffst. Weil ich kann eigentlich noch einmal querfahren und dann muss ich entlang. Weil jetzt wird dann noch ein Spaß, aber ich will nicht der Spur auffangen und dann gar keinen überholst mehr und dann kommen ein bisschen Dings. Weißt du, was du meinst? Ich bin jetzt schon wieder auf 92% an. Wird eng werden. Das ist aber eigenartig. Weil du bist ja vorher zuerst quer gefahren und dann oben zu. Und da hast du aber nicht die gesamte Länge geschafft. Und das, was du noch zuvor gehabt hast, war aber kürzer als wie das, was du vorher quer gefahren bist. 99%. Ja, ich wäre wahrscheinlich. 99% habe ich jetzt. Du hast die Länge aber geschafft, oder? Ja. Ja. Meinst du aber nicht weg, meinst du das vorher nicht weggemacht, dass das Stück, dann hättest du es nicht geschafft. Ich bin früher, weißt du, bin ich mehr außerhalb gewesen, ein bisschen, so wie es ausschaut. Also ich habe nicht das komplette Mähwerk ausgenutzt. Okay, das könnte sein. Hast du die Kamera eingeschaut? Bist du in der Oberansicht? Außenansicht? Außenansicht. Okay. So. Was ist denn? Also wenn du mit dem LKW zum Drescher fährst, bist du definitiv schnell unterwegs. Oder beginnst du jetzt da unten gleich wieder und fährst durch auf? So habe ich es mir gedacht. Ah, okay. Also, dann. Ich fahre mit dem Traktor jetzt nach, weil bin ich schneller. Mit dem Traktor fahre ich 50 und mit dem Drescher nur 20, 30. Dass der Drescher liefert noch, der Hänger liefert einmal einen halben Fuß ein. Bisschen mehr als mit die Hälfte. Und die nächste Länge. Ich fahre schon wieder die nächste Runde.
Da werden wir einiges an Hafer überbringen. Ist ja gut so. Kann ja auch nachher verkaufen, wenn's ist. Ja. Na, also bei den Kühe, bei einem schnellen Durchswitchen, bei der Bohr, hätte ich gesagt, sie haben keinen einzigen Hafer gegessen. Und für was brauchst du denn nachher, wenn du jetzt nicht mit anderen? Frag mich nicht, vielleicht ist jetzt erst die anderen Sachen, was ich eingefüllt habe, aufreißen und dann einen Hafer. Außer das ist bei dem Stall generisch und die können dort eine Dings auch eine Pferdleine tun, aber das glaube ich weniger. Große Nachfrage bei Lone Star Ballen. Ja, haben wir aber nicht. So, was wird jetzt schon schauen? Na. Hafer wäre noch ein Bestpreis im Dezember, das passt. Das heißt, das haben wir auf Lager. Und wenn bis Dezember die Kühe von Hafer nichts aufgeholt haben, dann verschäbe ich den kompletten Hafer. Da muss ich jetzt nachher überlegen, was ich nachher gleich aushängen tue. Nachher auf der Feldwald nachher wieder. Weil jetzt muss ich es nicht überlegen, aber. Mal schauen, was wir machen. Oder was ich mache. Ich würde da jetzt einmal wieder quer fahren. Ja, kannst du sagen, jetzt habe ich zweimal einen Hänger voll gemacht. 48%, also zweimal ausgelernt den Drescher, 48% voll der Hänger. Ja, ist größer Hänger. Bei mir habe ich zweimal ausgeleert und der ist ein bisschen über 80 gewesen. Also wie viel genau weiß ich noch nicht, aber zerrechnerisch hätte ich gesagt, müsste er bei 54 sein. Schau.
Obwohl, mit 42 Doku der Tochter hin. Da ist er. Meiner geht, der New Holland geht noch ein 30er. Ja, ja. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, einen größeren Dings auszunehmen. Wirst du schnell größere Drescher mit Schneidwerk? Ja. Aber das wird dann eins gewesen, wo du mit einem Schneidwerkswagen hättest müssen fahren. Also immer AB und sonstiges und bei dem ist das kombiniert. War schon, was meinst du? Oder bist du etwa vorne so bekenkt und gleich damit so hergefahren? Nein, ich hab gleich hinten so bekenkt und nachher vorher gefahren. Ja. Und beim Aufhören nachher halt die Dings halt klappt, die. Radeln, ja. So wie es sich auch gehört, oder? Ja. Weil es einfacher habe ich gedacht, dass ich den nehme, das Schneidwerk. Mhm. Und einen passenden Drescher dazu. Aber liebe Leute, das war's dann schon wieder für heute, wie es gerade sehe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und die letzten Worte kommen von Patrick. Ja, Leute, es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, geht euch gut.